aus. Ja, mein Urgroßvater hat den Eispensionierer erfunden. Ich habe zwei dabei. Es gibt zwei Erfindungen der Firma Stöckel. Einmal ist das der normale Eislöffel. Den gab es natürlich schon vorher. Den habt ihr erfunden? Ja, steht hinten drauf auch. Und das ist so. Nicht der Eislöffel wurde von uns erfunden, sondern die Glycerinfüllung innen drin, damit die Handwärme immer nach vorne geleitet wird und man mehr Kugeln machen kann. Spektakulär. Mit einem Klack. Und die Erfindung selbstverständlich, dass man unten drückt, die ist auch von der Firma Stöckel Söhne. Echt? Das ist die zweite Erfindung.